Tragisch endete Dienstagabend ein Verkehrsunfall in Kirchberg bei Zwickau. Ein Jugendlicher beabsichtigte gegen 19.30 Uhr mit seiner Simson vom Tankstellengelände nach links auf die Bahnhofstraße in Richtung Wilkau-Haslau abzubiegen. Hierbei beachtete er einen sich nähernden Skoda nicht. Der 34-jährige Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht verhindern. Der 17-jährige Mopedfahrer verstarb nach dem Zusammenstoß mit dem PKW noch am Unfallort. Der Skoda-Fahrer selbst blieb unverletzt. Der 17-Jährige war erst wenige Tage im Besitz seines Führerscheins. Die Bahnhofstraße war zur Unfallaufnahme bis gegen 23.30 Uhr voll gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg war zum Ausleuchten der Unfallstelle und Abbinden auslaufender Betriebsmittel ausgerückt. Die Unfallschäden betragen 3.500 Euro.